Jetzt. Herzlich willkommen, schönen Vormittag an alle. Ich schalte den Disclaimer jetzt aus und übergebe dann gleich das Wort an Frau Michalitz, die uns etwas erzählen wird über, wie man Apps findet, soweit ich das im Vorfeld gelesen habe, und beurteilen kann und didaktisch sinnvoll auch einsetzen kann. Bitte schön, viel Vergnügen. Ja, danke schön für die Einleitung. Wir sind eine kleine, aber doch überschaubare Gruppe. Möchte Sie daher umso herzlicher willkommen heißen zu diesem kurzen Workshop. Ich werde am Anfang ein bisschen was erzählen und wir werden dann auch gleich hands-on gehen. Das heißt, Sie können mir einfach über die Schulter blicken bei dem, was ich tue. Das Thema lautet: Peppen Sie Ihren Unterricht auf. Hier steckt das Wort App drinnen. Und ich bin selber Wirtschaftspädagogin an der Bundeshandelsschule, Bundeshandelsakademie in Mattersburg und auch Mitarbeiterin an der privaten pädagogischen Hochschule Burgenland und dort auch für innovative Lehrmethoden zuständig. Was erwartet Sie in diesem Workshop? Wir werden in den nächsten 45 Minuten uns ein bisschen anschauen, wie man pädagogisch wertvolle Apps überhaupt finden kann, beziehungsweise auch die Qualität von Lern-Apps beurteilen kann. Wir werden uns eine überschaubare Anzahl von Apps auch anschauen und ich zeige Ihnen dann auch, wie Sie Ihre persönliche Schatzkiste mit vielen verschiedenen Apps füllen können. Ich habe da auch einen Zugang zu einem Kurs für Sie vorbereitet, wo Sie sich dann auch noch im Nachhinein ein bisschen umschauen können. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir einfach uns anschauen, wie kommt man zu diesen Apps, mal vielleicht abseits von Kahoot und Quizlet, die sowieso schon quasi Standard in den Schulen sind. Und wie kann man sie dann auch in Kombination mit Lernplattformen verwenden? Zum Beginn vielleicht eine kurze Begriffsklärung. Apps ist ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird. Die Frage ist, was meinen wir damit? Wenn wir mit Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, dann meinen die ganz sicher alles, was am Handy abläuft. Ich habe mich schlau gemacht im Internet, so wie man das so tut. Und da war als erster Begriff ein Film angeführt, bei dem es auch um Apps geht. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Wort App aber um eine Abkürzung und zwar für sogenannte Applications. Und Applications sind eine Software, eine Anwendungssoftware, die man im Allgemeinen auf jeder Art von Gerät nutzen kann, egal ob das jetzt ein PC, ein Handy oder ein anderes Mobile Device ist. Im umgangssprachlichen Gebrauch hat sich aber etabliert, dass man mit dem Wort App in erster Linie mal die mobilen Apps meint. In Wahrheit können natürlich solche mobilen Anwendungen aber natürlich auch als Webanwendung gelauncht werden. Das heißt, es ist häufig so, dass es Apps oder Applikationen gibt, die nun sowohl auf den mobilen Devices als auch auf dem PC gut laufen. Hier ist es natürlich wieder die Präferenz des Users, welche Art der Arbeit er bevorzugt. In der Schule ist natürlich schnell das Handy gezückt. Fast alle Schüler sind mit guter Handyinfrastruktur schon ausgestattet, während wenn man sich zum Beispiel in einem EDV-Saal befindet, dann doch wieder die Nutzung des PCs oder des Laptops oder vielleicht eines iPads oder eines Tablets ganz sinnvoll sein kann. Ja, und dann gibt es eben noch andere Worterklärungen, auf die ich mich gar nicht näher eingehen möchte. Welche Apps nutze ich wofür? Ich denke, Sie haben hier schon sehr wertvolle Erfahrungen. Und ich möchte Sie ganz kurz einladen, die Webseite menti.com aufzurufen. Es handelt sich ja um einen Workshop. Das heißt, Sie sollten ja auch ein bisschen mitarbeiten und den angegebenen Code 7210 6451 einzugeben. Sie können damit schon quasi eine erste App nutzen. Es ist eine Umfrage-App, die Sie möglicherweise schon kennen. Erstellt wird diese Umfrage mit der Webanwendung metimeta.com und der Zugang für die Schülerinnen und Schüler ist dann eben ein Kurzzugang über die menti.com-Webseite. Ich darf Sie bitten, da kurz diesen Eintrag aufzurufen. Wir sind ja jetzt nur ganz wenige, aber ich denke, wir sollten das trotzdem so durchführen, wie wir das uns vorgenommen haben. Also ich darf Sie einladen, hier einfach Apps einzutragen, die Sie schon nutzen bzw. die Sie kennen.
Im QR-Code ist der Code schon enthalten, nehme ich an. Genau, oder? Im QR-Code ist der Code schon enthalten und ansonsten eben die Webseite menti.com aufrufen und den Code eingeben. Ich sehe, es sind schon 3 Personen hier auf meiner Seite. Ich zeige Ihnen das auch ganz kurz, wie das dann beim Lehrer ausschaut. Das heißt, der Lehrer ist quasi hier in der Background-Ansicht und bekommt dann live mit, welche Apps hier eingetragen werden. Im Vorfeld kann man natürlich angeben, wie viele Einträge pro Person hier möglich sind. Ich habe eine große Liste aufgemacht mit gleich 10 Möglichkeiten und man kann auch mehrmals abgeben. Man kann das natürlich auch einschränken, sodass es möglich ist, nur einmal eine Abgabe zu machen. Es wird dann aufgrund der IP-Adresse des Nutzers festgelegt, ob dieser schon eine Abgabe getätigt hat. Aber in der Regel möchte man ja, dass möglichst viele Informationen hier gesammelt werden. Das ist gut geeignet auch für ein Brainstorming, vielleicht zu Beginn der Erarbeitung eines neuen Unterrichtskapitels, um zu schauen, wie sind die Eingangsvoraussetzungen, wo kann ich anknüpfen, was wissen die Leute schon. Und ich bin begeistert, sie wissen schon einiges. Also wir haben hier schon einige Apps dargestellt. Sie sehen, diese Wortwolke baut sich immer wieder neu auf und man kann das dann auch gleich verwenden, um mit dieser Wortwolke weiterzuarbeiten. Ich mache es dann meistens so, dass ich mir davon einen Screenshot mache, um diese Informationen dann auch weiter zu verwenden. Ja, danke schön. Da tut sich ganz schön viel. Ich glaube, wir haben in der Fernlehrezeit aufgrund der Corona-Pandemie auch gelernt, unsere Schülerinnen und Schüler vor den Geräten gut zu beschäftigen. Und da sind Apps natürlich eine willkommene Abwechslung zu dem, was wir sonst im Unterricht machen, dass es eben nicht nur um die reine Wissensvermittlung gibt, sondern dass es auch kurzzeitig Unterbrechungen gibt im Unterrichtsablauf, wo dann einfach mit innovativen Möglichkeiten gearbeitet wird. Wie gesagt, aufgrund dieser Wortwolke sehe ich schon, dass Sie schon einige Erfahrungen haben. Ich habe hier schon von einer anderen Veranstaltung auch eine Wortwolke abgelegt. Sicherheitshalber, falls jetzt da von Ihnen nicht so viel gekommen wäre, aber man sieht ganz eindeutig, Kahoot ist the president of apps. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder und hat jeder auch schon einmal ausprobiert. Schauen wir uns einmal so an, welche Tools gibt es überhaupt, welche nutzen wir? Man kann diese Applikationen, diese Apps natürlich auch ein bisschen strukturieren, wobei das jetzt hier kein wissenschaftlicher Ansatz ist. Also das ist ein pädagogisch-praktischer Ansatz, den ich hier gewählt habe. Und zwar, ich habe es hier mal eingeteilt in Tools just for fun, die man einfach einsetzt, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, um etwas ein bisschen aufzulockern. Sie kennen sicherlich das leidige Thema, es soll ein Schüler, eine Schülerin zur Stundenwiederholung drankommen und ich weiß jetzt nicht, wen soll ich da schon wieder nehmen. Da eignet sich dann natürlich eine Zufallsauswahl sehr gut. Es gibt die App Random Wheel, die webbasiert auch läuft, also man muss jetzt keine App herunterladen, sondern kann es gleich im Browser laufen lassen und so hat man schnell die nächste Person, die eben zur Stundenwiederholung drankommt. Auch für Gruppeneinteilungen ist das sehr gut geeignet. Es besteht hier sogar die Möglichkeit, 2 Randoms, also 2 Wheels zu haben, die mit Inhalten befüllt werden. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf der einen Seite die Namen der Schülerinnen eingeben, auf dem zweiten Wheel dann die Themen und könnte so zuordnen, welcher Schüler, welche Schülerin darf welches Thema in Folge bearbeiten. Also ganz innovative Möglichkeiten, was sicherlich Spaß macht und ein bisschen das Vorurteil nimmt, dass der Lehrer jetzt oder die Lehrerin schon wieder mich ausgesucht hat. Eine weitere App, just for fun, ist zum Beispiel Pixtern. Für alle, die gerne im grafischen Bereich unterwegs sind, vielleicht auch für den Unterrichtsgegenstand bildnerische Erziehung, aber auch für den Deutschunterricht, um zum Beispiel eine Personenbeschreibung zu machen, ist diese App Pixten eine sehr interessante, weil man sich hier quasi seinen eigenen Avatar basteln kann. Oft ist es ja so, dass Schülerinnen und Schüler große Furcht oder Hemmnisse davor haben, ihre Echtbilder zum Beispiel als Profilbild auf der Homepage oder in der Lernplattform hochzuladen. Und hier würde es sich dann auch anbieten, dass sich eben jede Schülerin und Schüler ihren eigenen Avatar erstellt. Wir werden dann auf diese App auch ein bisschen genauer noch hinschauen. Zum Beispiel eine weitere App, die mit dem Zeichnen sich beschäftigt, ist AutoDraw.
Autodraw als App, die quasi dem User ein bisschen damit hilft, das eigene Zeichentalent zu verbessern. Aufgrund von Strichzeichnungen, die ich mache, erkennt die App, was ich ungefähr zeichnen möchte und macht mir dann entsprechende Vorschläge. Auch das kann ganz lustig sein. Und diese Objekte, die dadurch entstehen können, sind dann natürlich auch gut geeignet, um sie zum Beispiel in Präsentationen weiter zu verarbeiten. Diese Bilder, die dort abgelegt sind, können urheberrechtsfrei auch genutzt werden. Und daher hat man dann auch nicht das Problem, dass man jetzt hier vielleicht Icons verwendet, die urheberrechtlich geschützt sind. Ja, und dann gibt es natürlich die große Palette der Quiz-Tools, die einmal quasi fachunabhängig verwendet werden können, wie das Kahoot, das Quizlet oder auch die so beliebten Learning-Apps. Ich denke, auf diese Apps muss ich nicht im Detail eingehen. Sie werden, da Sie sich ja auch für diesen Workshop angemeldet haben, sicherlich hier auch schon Vorerfahrung mitbringen. Vielleicht nur ein Hinweis, bei den Learning-Apps ist es doch tatsächlich so, dass wir hier nur einen sehr minimalen Bereich der Möglichkeiten dieser Learning-Apps nutzen. Wir kennen die Zuordnungsaufgaben, die Multiple-Choice-Fragen, Lückentexte oder auch diese Buchstabenraster, die in den Learning-Apps sehr beliebt sind. Aber Learning-Apps bietet hier noch viel mehr. Es besteht sogar die Möglichkeit, so ein Komplettangebot zu machen. Das heißt, dass quasi in einer Learning-App mehrere Fragestellungen eingebunden sind, wo man erst nach Beantwortung der ersten Fragestellung dann zu den weiteren Fragestellungen gelangen kann. Diese Variante ist sehr gut geeignet, um quasi so ein kleines Escape-Game aufzubauen. Sie kennen möglicherweise Exit-the-Room-Spiele, die man sowohl real als auch virtuell spielen kann. Und da ist es auch ganz gut, also man braucht dann immer einen Code oder ein Losungswort oder eine Lösung, damit man eben die nächste Fragestellung aufrufen kann. Das macht dann gleich ungemein viel mehr Spaß, als wenn man jetzt nur stur die Fragen herunterarbeitet oder eben nur irgendwelche Lösungen eintragen muss. Auf der anderen Seite haben wir Tools für die Arbeit. Arbeit habe ich jetzt hier ein bisschen so unterteilt. Ich bin halt sehr stark im Informatikbereich auch verankert, wo man sich eben mit Audio, Video, Bildbearbeitung beschäftigt. Und hier gibt es wirklich online sehr gute Tools, die man nutzen kann, die sehr einfach zu bedienen sind und auch für die Schülerinnen einen Mehrwert haben. Hier möchte ich besonders auf die kostenlosen Anwendungen des Audacity, das wirklich schon ein sehr professionelles Audiobearbeitungstool darstellt, eingehen und auch das Vocaroo, das für einfache Sprachaufnahmen im Unterricht sehr gut geeignet ist. Wie gesagt, auf die gehe ich dann noch näher ein. Video ist natürlich sicherlich hier YouTube unser Favorite und hier ist es ganz wichtig auch, wenn man die Apps in Verbindung mit einer Lernplattform nutzt, dass man den Schülerinnen die Möglichkeit gibt, das auch integriert zu verwenden. Aus meiner Sicht gibt es nichts Schlimmeres, als einen Schüler oder eine Schülerin auf YouTube zu schicken, dort nach einem Video zu suchen und dann quasi zuzulassen, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Weiten des YouTube-Accounts verlieren mit den vielen Zusatzvorschlägen, die auf der Seite angeboten werden. Sie kennen das sicherlich, wo man auch sehr aufpassen muss als Lehrerin oder Lehrer, was man da jetzt gerade am Beamer projiziert, weil natürlich auch hier bestimmte Vorlieben immer wieder abgespeichert werden. Das heißt, wenn Sie da nicht aufpassen, können Ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut auch sehen, was Sie sich gestern im YouTube angeschaut haben. Überlegen Sie sich daher gut, ob Sie das möchten oder ob Sie nicht zwischendurch auch den Beamer abschalten. Und andererseits ist es natürlich sinnvoll, diese Videos dann auch direkt in die Lernplattform einzubetten. Ich zeige Ihnen das dann, wie das am LMS ausschaut, weil das eben die Plattform ist, die wir jetzt hier einsetzen. Und zur Bildbearbeitung, da hat sich in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz viel getan. Hier gibt es sehr professionelle Tools, um zum Beispiel für Instagram, für Facebook Bilder aufzubereiten oder auch für eine Präsentation, für ein Referat oder für eine Prüfung hier ein entsprechendes Bildmaterial aufzuarbeiten. Also das wären so diese zwei ersten Unterteilungen. Zwei weitere Unterteilungen, die ich getroffen habe, sind die Tools oder Apps zum Kommunizieren und zum Kollaborieren.
kommunizieren, so wie wir das jetzt tun, über Zoom oder über Skype. In den Schulen hat sich ja mittlerweile das MS Teams als Konferenzsystem gut durchgesetzt. Auch hier ist es möglich, dieses MS Teams natürlich als App am Handy zu laden, oder man nutzt es einfach über das Office 365 Paket in der Webanwendung. Hier ist dazu zu sagen, dass es natürlich als App immer stabiler läuft. Das ist auch bei Zoom so und es einfach mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten zulässt. Wenn man nur in der Browserversion arbeitet, das heißt die App selber nicht zum Download verfügbar hat und als App anwendet, dann ist man meistens eingeschränkt, was jetzt die Nutzungsmöglichkeiten oder Freigabemöglichkeiten betrifft. Videokonferenzsysteme gibt es mittlerweile sehr viele. Hier sollte man natürlich auch gut abwägen und ein bisschen beachten, ist der Datenschutz gewährleistet? Zoom wurde ja vom Bildungsministerium im Zuge der Corona-Pandemie ausnahmsweise hier auch als geeignete Plattform zugelassen, aber in vielen Schulen ist eben aufgrund von Office 365 Verfügbarkeit MS Teams der Favorite. Andere Tools sind natürlich auch möglich, aber wie gesagt, man sollte sich in der Schule dann schon auf diesen Gebrauch beschränken, der auch von den entsprechenden Stellen wie Bildungsdirektionen bzw. auch BM, also Bundesministerium, zugelassen sind. Chatprogramme kennen wir vor allem aus unserem Freizeitbereich. Ich denke, Sie haben in der Schule eher jetzt weniger Stellenwert oder dürften keinen Stellenwert haben, weil es uns ja aufgrund der Datenschutzgrundverordnung auch nicht gestattet ist, WhatsApp im Unterricht zu nutzen, weil wir hier als Dienstanbieter auftreten und das soll natürlich nicht sein. Und dann noch ein Tool zum Feedback geben, das ich mit Ihnen dann auch am Ende unserer Einheit heute aufgreifen bzw. ausprobieren möchte. Tipps oder Tools zum Kollaborieren, da kennen Sie auch einige. Sie haben zumindest das Padlet in Ihrer Wortwolke angeführt. Hier gibt es natürlich auch einige mehr. Es wurde auch das Classroom Screen genannt, Miro, EduPad. Also auch hier gibt es schon zahlreiche Tools, die genutzt werden können. Und es würde auch den Umfang jetzt dieses kurzen Workshops sprengen, da auf alle im Detail einzugehen. Aber wie gesagt, Sie bekommen dann von mir quasi so ein Handbuch, wo ganz viele Tools auch drinnen sind, um dann nach Eigeninteresse auch noch welche auszuwählen. Und für Umfragen eignen sich dann eben Tools wie Mentimeter oder Doodle, um einen Termin zu finden. Termino, vielleicht haben Sie auch schon die eine oder andere App als aktiver Nutzer, das heißt als Anleger dieses Tools, oder wenn nicht, dann zumindest passiv als Mitabstimmer genutzt. Also eine große Reihe von Tools, die wir schon nutzen. Wir haben da jetzt aber noch nicht von sogenannten Lern-Apps gesprochen, weil die Lern-Apps, die sind wieder etwas anderes. Und Lern-Apps sind in erster Linie dazu gedacht, dass man wirklich mit ihnen auch Inhalte erarbeiten kann. Sie sind fachspezifisch, das heißt auf einen bestimmten Gegenstand ausgerichtet oder auf einen bestimmten Inhalt ausgerichtet und können daher nicht in der Art fächerübergreifend genutzt werden, wie zum Beispiel ein Kahoot und Quizlet, wo man sich die Inhalte auch selber erstellt. Die meisten der Apps, die ich vorhin genannt habe, sind ja so aufgebaut, dass quasi nur eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird und die Inhalte müssen vom Lehrer kommen oder sie kommen aus der Community. Das heißt, bei den meisten Apps ist es so, dass die auf Take and Share ausgerichtet sind. Das heißt, es ist das Ziel, dass möglichst viele User sich aktiv an der Erstellung von verschiedenen Inhalten beteiligen, diese auch für andere Nutzer freigeben und im Endeffekt man dadurch quasi viele Inhalte generieren kann. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter, die ist jetzt 11, erste Klasse Gymnasium, Englisch üben möchte oder sie möchte die Vokabeln üben, ja, dann gehen wir eben zu Quizlet und schauen, ob dort die Vokabeln aus dem Moorbuch vielleicht schon irgendein fleißiger Lehrer abgelegt hat und schauen uns dort die Vokabeln an oder sie kann dann die verschiedenen Arten von Quizlet, eben das Abfragen, das Aufsagen, das Niederschreiben üben. Und wir profitieren einfach davon. Andererseits kann ich natürlich auch selber Inhalte dort hineinstellen. Bei den Lern-Apps ist es anders.
Hier geht es wirklich darum, dass Inhalte präsentiert werden. Ich habe Ihnen hier ein paar Lern-Apps angeführt, nicht weil sie so besonders gut sind, aber einfach auch ein bisschen, um die Fülle zu zeigen. Der menschliche Körper zum Beispiel, eine Lern-App, wo es darum geht, den Aufbau des Körpers im Biologieunterricht ein bisschen kennenzulernen. Wie schaut ein Herz aus? Wie schaut die Verdauung aus? Wie funktioniert das mit dem Atmen oder dem Blutkreislauf? Und all diese Dinge sind dann gut dargestellt und erklärt und teilweise auch mit 3D-Optik. Was bedeutet das? 3D-Optik heißt, dass ich mich auch, dass ich diese Objekte auch drehen kann. Das heißt, ich kann sie von allen Seiten betrachten, was einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Schulbuch natürlich darstellt, weil im Buch habe ich immer nur eine eindimensionale Darstellung. Das heißt, da habe ich ein Bild, das ist flach und ich kann nicht hinter das Bild oder rund um das Bild schauen. Apps können auch zulassen, dass man eben Objekte dreht und sie anderswertig begutachtet. Für den Geografieunterricht oder auch den Biologieunterricht die kleine Waldfibel, die es auch als Webversion gibt. Oder für den Verkehrserziehungsunterricht, ich habe versucht auch aus der Unterstufe, also aus der Primarstufe was reinzunehmen, Frieders Fahrrad zum Beispiel. Oder die ÖMTC-App zum Fahrradführerschein. Wo liegt das? Wie der Name schon sagt, eine Geografie-App. Und besonders interessant, die WDR-AR-App. AR steht hier für Augmented Reality vom Westdeutschen Rundfunk, die so ein Zeitzeugenprogramm hat. Das heißt, wo man mit dieser AR-App sich Zeitzeugen in den Klassenraum holen kann. Was das genau bedeutet, kann ich Ihnen dann auch nachher noch ein bisschen genauer erklären. Ich möchte es nur hier mal anführen. Dann natürlich auch Mathematik-Apps, die gibt es ja wie Sand am Meer. Und dann so allgemeine Apps wie Anton, wo auch verschiedene Unterrichtsgegenstände abgedeckt sind oder auch Nachschlagewerke wie zum Beispiel das Leo. Rechts unten habe ich Ihnen so einen kleinen Auszug abgebildet von Apps, wie sie dann im App Store auch aufscheinen. Und dazu vielleicht jetzt ein paar Tipps für Bewertungskriterien. Zunächst, wenn man sich für eine Lern-App entscheidet, dann sollte man natürlich sich überlegen, was sind die technischen Anforderungen, die ich habe, aber auch die didaktischen Anforderungen. Die technischen Anforderungen, dass sie eben auf allen Devices angezeigt werden kann. Unsere Schüler haben ja teilweise Bring Your Own Devices, das heißt, jeder Schüler hat ein anderes Gerät vor sich, zumindest was die Handy-Infrastruktur betrifft. Und da soll es schon gewährleistet sein, dass alle das auch wirklich nutzen können. Die DSG-Konformität sollte natürlich auch eine Rolle spielen und vor allem auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht mit Werbung in Massen konfrontiert werden. Das ist bei kostenlosen Apps meist etwas schwierig, weil hier oft doch schon dann auch Werbung vorkommt. Aber wenn man die Apps vorher auch gut begutachtet, dann kann man das im Allgemeinen auch vermeiden, dass man eben solche Apps anbietet. Vom Didaktischen her sollte man darauf achten, dass es sich wirklich um eine Lern-App handelt und jetzt nicht um eine Organisations-App, wie jetzt zum Beispiel ein Quizlet oder so. Und es soll auch kein Nachschlagewerk sein, sondern es soll wirklich eine Lern-App sein. Ich habe hier für Sie ein Beispiel für eine Bewertung mitgebracht auf der Folie und nicht online, um auch sicherzustellen, dass alles funktioniert. Also ich habe hier konkret nach einer Lern-App für Mathematik gesucht und habe dann den König der Mathematik gefunden. Vielleicht kennt diese App ja auch jemand von Ihnen. Wie gehe ich hier vor bei so einer Bewertung? Was schaue ich mir zunächst einmal an? Also ich glaube, es ist für den Unterricht, vor allem in der Unterstufe, ganz wichtig, dass die Lern-App ansprechend ist. Und das sieht man meistens schon am App-Logo, beziehungsweise wenn man die ersten Screenshots von der Lern-App sich anschaut, wie ist die Schrift, wie ist die Farbgestaltung, wie ist die Aufteilung am Bildschirm, gibt es hier Bilder, die ansprechen, sind die Figuren freundlich, ist ja der Arbeitsauftrag verständlich formuliert und so weiter. Also das sind alles so kleine Punkte, die ich schon auf den ersten Blick ganz gut beurteilen kann, ohne auch noch jetzt wirklich den Inhalt genau gesichtet zu haben. Wichtig ist dann auch, dass in den einzelnen Online-Stores, wie zum Beispiel der Google Play Store oder der iTunes Store für die iOS-Geräte,
auch meist eine Altersempfehlung enthalten. Altersempfehlung in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad. Woher kommen diese Angaben? Das sind Angaben, die der Ersteller der App natürlich eigenständig macht. Das heißt, 6 bis 12 Jahre ist natürlich auch wieder ein großer Spielraum, aber es bedeutet, dass schon Aufgaben für 6-Jährige drinnen sind, wobei man natürlich auch beachten muss, dass 6-Jährige in der Regel noch nicht so gut lesen können. Das heißt, es sollte möglichst wenig Text vorhanden sein und der Schüler sollte vielleicht auch aufgrund der Darstellung schon erraten können, was hier die Fragestellung ist. Empfehlenswert ist es auch, immer einen Blick auf die verbale Erklärung zu werfen. Auch die kommt natürlich vom Entwickler der App, aber sie gibt dann meist schon ein bisschen deutlichere Auskunft, was ist das Ziel. Anschauen sollte man sich auf jeden Fall die Anzahl der Bewertungen. Sie sehen die hier auf der Folie mit den Sternen und 11.550 mit einer Zahl angegeben. Das heißt, 11.550 Bewertungen wurden vorgenommen und das durchschnittliche Ranking ist ein bisschen mehr als 4 Sterne. Und nicht zuletzt ist auch die PEGI-Information noch eine hilfreiche. Was hat es damit jetzt auf sich mit diesen Bewertungen? Bewertung ist nicht gleich Bewertung. Sie wissen wahrscheinlich, dass Bewertungen auch zugekauft werden können. Das heißt, es gibt professionelle Rater, die den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen abzugeben, um das Ranking der eigenen Software ein bisschen höher zu stufen. Daher sollte man diese Bewertungen immer auch ein bisschen kritisch anschauen. Ich mache es meistens so, dass ich mir gute Bewertungen durchlese, aber ich lese mir auch ein paar negative Beurteilungen oder schlechte Bewertungen durch, was denn wirklich die Kritikpunkte sind. Und hier achte ich ganz gut darauf, ob der Betreiber der App auch ein Feedback zu diesen schlechten Bewertungen gibt oder ob die einfach ungehört bleiben. Ich denke, es ist ein Qualitätsmerkmal einer App, ob die Entwickler daran interessiert sind, was die User denn da an Bewertungen abgeben. Und wenn es hier Feedback gibt, so wie man es hier auch auf der Folie sieht, der graue Bereich unten, das ist das Feedback zu dieser schlechten Bewertung, dann weiß man, dass hier auch jemand dahinter steht, der sich damit beschäftigt. 11.550 Bewertungen, das ist schon einiges, sagt aber noch nicht so viel aus. Man muss sich natürlich auch anschauen, wie oft ist die App installiert worden. Und da sehen wir zum Beispiel bei dieser König der Mathematik-App sind es doch mehr als 1 Million Installationen. Also ich denke, das ist dann schon ein Hinweis auch darauf, dass diese App schon gut etabliert ist, dass es schon viele Nutzer gibt. Und ein weiterer Hinweis, wie gut die App ist oder wie gut die Entwickler diese App nutzen oder erwarten, ist auch das Datum der letzten Aktualisierung. Hier sehen wir, die wurde am 14. Jänner 2022 zuletzt aktualisiert oder abgedatet oder eine neue Version hochgeladen. Wenn Sie hier ein Datum finden, das 2 oder 3 Jahre zurückliegt, dann würde ich Ihnen empfehlen, die Hände wegzulassen von dieser App. Es haben sich dann in der Zwischenzeit sicherlich Fehler eingeschlichen, beziehungsweise ist die Stabilität und die Sicherheit dieser App meist nicht mehr gewährleistet. Wichtig ist vielleicht auch noch der Speicherbedarf, ob der nicht zu groß ist. Handys haben ja auch ihre Einschränkungen hier beim Speicherbedarf. Und ich schaue mir dann meist auch noch an, den Entwickler und sein Portfolio, das heißt, welche Apps hat dieser Entwicklung außerdem noch am Markt. Wenn es hier nur diese einzige und alleine App gibt, dann handelt es sich in der Regel um einen Anfänger, der noch nicht viel App-Erfahrung hat, was auch wieder ein Hinweis darauf sein kann, dass hier vielleicht keine so professionelle App vorliegt. Die PEGI-Information, was bedeutet das? PEGI ist zweistufig, ist einerseits eine Altersempfehlung, andererseits aber auch eine Inhaltsbeurteilung. Wobei Altersempfehlung bedeutet nicht nach dem Schwierigkeitsgrad der App, sondern bedeutet unter dem Gesichtspunkt der verwendeten Inhalte, das heißt, kommt Gewalt vor, welche Sprache wird verwendet, kann es sein, dass das zu Angstzuständen bei Schülerinnen führt, wird jemand geschlagen, gibt es Aggression und Konfrontation in dieser App? Das heißt, wenn eine App eine PEGI-3-Markierung hat, bedeutet das nur, dass es eben eine ganz harmlose App ist, dass die Welt lieblich und schön ist und dass man keine Angst haben muss, dass die Schülerinnen und Schüler sich vor dieser App fürchten müssen.
Wichtiger ist bei dieser Back-Information dann schon die Inhaltsbeurteilung. Hier gibt es mehrere solcher Schwarz-Weiß-Symbole, die man einsehen kann in professionellen Beurteilungen. Hier geht es um die verwendete Sprache, vulgäre Ausdrucksweise zum Beispiel, ob es zu Diskriminierungen führen kann. Das heißt, werden Männer, Frauen oder irgendwelche Rassenkulturen hier bevorzugt, benachteiligt? Hat es was mit Drogen, Abhängigkeiten und so weiter, wird das gefördert? Kann es Angst verursachen, darum eben das Spinnensymbol? Hat es einen hohen Spielcharakter? Ist sexuelle Diskriminierung ein Thema? Kommt Gewalt vor? Und das Letzte ist, gibt es In-App-Käufe, die auch eine große Gefahr natürlich für den Schulgebrauch darstellen? Also anhand dieser Informationen kann ich dann schon ein bisschen abschätzen, ob diese App geeignet ist, ohne dass ich sie mir jetzt noch im Detail angesehen habe. In Deutschland wird diese PEGI-Information nicht verwendet. Dort gibt es eine andere Auszeichnung, da gibt es das USK, das aber ähnlich aufgebaut ist. In den letzten Jahren haben sich natürlich auch neue innovative Möglichkeiten etabliert in Bezug auf Apps. Und da sind vor allem die sogenannten AR- und VR-Apps sehr massiv in den Markt eingedrungen. Was bedeutet das oder wo liegt der Unterschied? Eine AR-App ist dafür geeignet, um die reale Welt ein bisschen anzureichern. Das heißt, wir kennen das zum Beispiel vom Computerspiel Pokémon Go oder von dieser App Pokémon Go, wo man plötzlich irgendwo in einem Park ist und da poppt ein Pokémon auf. War vor einigen Jahren ja ein großer Hype. Vielleicht gibt es auch heute noch einige Kinder, die Pokémon suchen. Das heißt, es wird in eine reale Welt, wird einfach etwas hineingegeben, das dann so ausschaut, als ob es Teil dieser realen Welt wird. Im Gegensatz zur virtuellen Welt, der sogenannten VR, wo man dann wirklich auch komplett in eine neue Welt eintaucht. Um diese VR-Welt genießen zu können, braucht man eine sogenannte VR-Brille. Ich habe Ihnen auch eine mitgebracht. Diese VR-Brille schaut dann so aus. Ist eigentlich etwas ganz Banales. Ist eine Brille mit zwei Löchern mit Linsen drinnen. Und in diese Brille wird dann das Handy eingelegt. Das heißt, mit der entsprechenden VR-App wird vorne das Handy eingespannt. Hier ist ein kleiner Klettverschluss und durch das Aufsetzen der Brille taucht der User dann in diese Welt ein. Und dadurch, dass eben diese Brille wie Scheuklappen am Körper an oder am Gesicht anliegen, bekommt man von der Umwelt nichts mehr mit und ist dann wirklich wie in einer eigenen Welt gefangen, eben in der sogenannten VR-Welt. Und dazwischen gibt es eben dann noch Stufen. Wie gesagt, da haben sich in den letzten Jahren viele verschiedene Dinge etabliert. Das VR oder dieses Hineinwünschen in eine fremde Welt ist etwas, was die Menschen schon lange bewegt. Und zwar hat es schon im 19. Jahrhundert im Wiener Prater das Kaiserpanorama gegeben. Und das war schon so eine erste virtuelle Welt, die sich die Menschen dort aufgebaut haben. Man sieht es an dem Bild auch ganz gut. Man ist dort eben hingegangen und hat dort durch zwei so Schlitze hineingeschaut und hat dann drinnen etwas gesehen, was einem Freude bereitet hat. Sie kennen das vielleicht auch noch von Ihrer Kindheit, diese kleinen Fotoapparate, die man gehabt hat, wo eben ein Bild nach dem anderen durchgeklickt wurde. Also man hat schon immer den Wunsch gehabt, sich irgendwie auch in eine neue Welt hineinzudenken. Und diese virtuelle oder Augmented Reality, die ist eigentlich bei uns schon Standard im Alltag. Man nimmt es nur oft gar nicht mehr wahr. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, ein Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera, wo Sie dann beim Rückfahren sehen, was hinter Ihnen, hinter Ihrem Auto sich abspielt und wo dann rote und gelbe und grüne Linien eingeblendet werden, auch das wäre AR, nämlich Augmented Reality, angereicherte Realität. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Ich habe Ihnen hier auch ein paar angeführt. Augmented Reality habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, Sie sehen hier den Haifisch in meinem Arbeitszimmer, den ich da gestern hineingeholt habe. Wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Handy, und das können Sie gerne, während Sie mir zuhören, nebenbei auch machen,
Wenn Sie auf Ihrem Handy eingeben als Suchbegriff in Ihrem Browser Hai, dann kommen Sie zunächst zu Google. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gut sehen. Kommen Sie zu Google. Und wenn Sie ein Stückchen weiter nach unten scrollen, dann haben Sie die Möglichkeit, einen lebensgroßen Hai aus nächster Nähe zu beachten. Muss jetzt vor die Kamera halten, das sieht man jetzt nicht so gut, macht nichts, das ist mit dem virtuellen Hintergrund. Aber dort haben Sie dann auch die Möglichkeit, das in 3D anzusehen. Und wenn Sie diese App dann aufmachen, das ist im Prinzip auch so eine Augmented Reality, dann können Sie sogar noch auswählen, dass Sie diesen Hai bei sich zu Hause einmal positionieren. Und da gibt es natürlich nicht nur den Hai auszuwählen, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Tieren. Das ist jetzt eine Anwendung, die nur am Handy funktioniert. Also Sie können das nicht im Webbrowser jetzt eingeben, da funktioniert das nicht. Sie brauchen dafür jetzt wirklich auch das Handy oder eben ein Tablet, um sich diesen Hai oder ein anderes Tier zu sich ins Wohnzimmer, zu sich ins Arbeitszimmer oder ins Büro zu holen. Was hat das für eine Bedeutung, außer dass es ganz lustig ist? Also wenn ich zum Beispiel solche Tiere im Unterricht bespreche, dass ich sie wirklich auch als 3D-Objekt anschauen kann oder auch vielleicht im Zeichenunterricht die Möglichkeit habe, dass die Kinder diese Objekte realitätsnah auch darstellen können oder zeichnen können. Text, Bild, Audio, Video, 3D-Modelle, das ist das, was Augmented Reality auszeichnet. Es gibt dann verschiedene Arten von AR, das habe ich Ihnen aber nur der Vollständigkeit halber hineingegeben. Sie bekommen ja auch die Präsentation dann im Anschluss und ich habe Ihnen auch noch eine Reihe von verschiedenen Beispielen hier angeführt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, das eine oder andere auch selbstständig auszuprobieren. Wie gesagt, wir können das ja heute leider nicht alles schaffen. Ja, was hat das Ganze jetzt mit der Lernplattform zu tun? Ich habe es schon gesagt, es ist natürlich sehr sinnvoll, wenn diese Apps oder diese Anwendungen, die wir hier zusätzlich in den Unterricht hineinholen, auch im geschützten Rahmen der Lernplattform ablaufen. Das heißt, der Schüler soll nach Möglichkeit seinen Arbeitsbereich nicht verlassen müssen, sondern er soll die Möglichkeit haben, direkt aus der Lernplattform heraus auf diese Materialien zuzugreifen. Und da habe ich Ihnen jetzt hier eine Reihe von Apps angeführt, einfach wahllos, die sehr gut integriert werden können und die ich Ihnen dann auch gleich zeigen möchte. Ja, zum Schluss jetzt natürlich zu meinem theoretischen Input ist, was ist der Mehrwert einer App? Das heißt, keine App soll nur um der App willen angewendet werden, sondern es geht ja immer um die didaktisch sinnvolle Nutzung von Apps. Das heißt, wenn Sie mit Apps arbeiten, bitte überlegen Sie sich ganz gut, warum geht es überhaupt bei dieser App? Überlegen Sie sich oder suchen Sie nach einem Kurzüberblick oder geben Sie auch Ihren Schülerinnen und Schülern einen Kurzüberblick. Überlegen Sie sich, welche zentralen Fragen können mit dieser App überhaupt beantwortet werden? Nehmen Sie einfach didaktische Hinweise auch auf und überlegen Sie sich, was sind die zu erwerbenden Kompetenzen, die der Schüler durch die Arbeit mit dieser App erreicht. Im Idealfall ist es so, dass Sie für die Arbeit mit Ihrer App sich einen Unterrichtsimpuls überlegen, das heißt eine konkrete Unterrichtsaktivität. Es bringt, glaube ich, nichts, dem Schüler zu sagen, so lade dir jetzt die App runter und tu halt ein bisschen, sondern es bedarf schon eines konkreten Arbeitsauftrages. Das heißt, konkrete Aufgaben, konkrete Fragestellungen mit einem bestimmten Zeitgerüst, in dem das bearbeitet werden soll, vielleicht auch zusätzliches Lernmaterial, das zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich sollten Sie sich auch überlegen, sind die Aufgabenstellungen, die Sie Ihren Schülerinnen und Schülern geben, auch überhaupt lösbar? Gibt es gemeinsame Lösungen oder sind hier nur individuelle Lösungen möglich? Also Technik ist nicht alles. In Wahrheit zählt in der Schule immer die Didaktik. So, bevor ich jetzt zu den Inhalten, Sie sehen jetzt wieder meine Mentimeter-Abfrage. Und bevor ich Ihnen jetzt hands-on ein paar Apps zeige, möchte ich Ihnen ganz kurz auch die Möglichkeit geben, doch auch eine Frage zu stellen, falls sich in der Zwischenzeit Fragen aufgetan haben, damit ich sie nicht einfach nur niederschwätze.
Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wir sind ja noch immer eine sehr überschaubare Gruppe. Sie sollten eigentlich alle das Mikrofon einschalten können jederzeit und gerne Ihre Fragen stellen. Wenn Sie jetzt keine konkrete Frage haben, Franz. Bitte, Franz. Ja, na, in welchen Unterrichten, wenn Sie, also das heißt, in welchen Unterrichtsgegenständen oder vielleicht sogar in welchen Klassen, also 1 bis 5, wenn Sie sagen, Sie sind eher Informatikerin, also zum Beispiel, wo setzen Sie das in der Hasch ein, wo setzen Sie das in der Hack ein, wie setzen Sie das sozusagen, wenn Sie sagen, didaktisch lehrplankonform ein? Also es ist leider so, dass es jetzt für den kaufmännischen Bereich eigentlich relativ wenige Apps gibt, die wirklich auch gut genutzt werden können. Also da bin ich leider nicht sehr fündig geworden. Das heißt, bei mir im Unterricht ist es eben so, dass es konkret auch immer Organisations-Apps sind, also Learning-Apps, Quizlet, Kahoot. Und die nutzen wir jetzt einerseits natürlich zum Festigen des Unterrichtsstoffes, aber auch jetzt zum Beispiel, statt dass ich eine Stundenwiederholung mache, machen wir gemeinsam ein Kahoot. Oder auch oft als Hausübung, diese Kahoots kann man ja nicht nur im Unterricht spielen, sondern man kann sie auch quasi freischalten für einen bestimmten Zeitraum und den Schülerinnen die Möglichkeit geben, im Single-Verfahren, also ganz alleine, die Fragen durchzubeantworten. Und man bekommt dann eine sehr schöne Lernstatistik auch von diesen Fragen mit Auswertungen, welche Fragen konnten von den Schülerinnen nicht gut beantwortet werden, welche Schüler haben wie viele Fragen richtig beantwortet, wie lange war die durchschnittliche Zeit, die sie dafür gebraucht haben. Das heißt, da ist man eigentlich flexibel und ich muss sagen, ich setze das wirklich von der ersten bis zur fünften ein. Was ich auch sehr häufig einsetze, sind zum Beispiel so Evaluationstools. Das heißt, am Ende der Unterrichtsstunde kurz eine Evaluationszielscheibe. Was habe ich heute dazugelernt? Habe ich etwas Neues erfahren? Einfach um ein bisschen auf Feedback auch einzuholen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, ja? Auch zum Beispiel diese Zufallsauswahl. Aber wie gesagt, da es halt für den kaufmännischen Bereich eher wenige inhaltliche Apps gibt, ist man hier auch sehr alleine. Bei den Learning-Apps findet man dann schon auch Inhalte, die man für den eigenen Unterricht auch nutzen kann, die andere erstellt haben. Aber hier habe ich leider auch die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht zu unserem Lehrplan passt. Sehr viele Inhalte sind aus Deutschland. Wir haben dann oft andere Begrifflichkeiten bei uns in der Betriebswirtschaft. Und da bedarf es natürlich schon, dass man das überarbeitet im Vorfeld. Das heißt, es geht leider nicht, dass man zu Beginn der Stunde sagt, so, jetzt schauen wir schnell eine Learning-App und dann machen wir die auf. Das heißt, man muss sich im Vorfeld einfach damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Aber wie gesagt, sonst noch, eignet sich da alles. Ich habe dann auch ein Beispiel noch, wo ich Ihnen das noch zeigen möchte, was jetzt auch aus dem Betriebswirtschaftsunterricht ist. Ja. Passt das, Franz? Danke, ja. Ja. Also wie gesagt, ich möchte Ihnen ja ein paar Apps zeigen. Und zwar fangen wir vielleicht gleich, weil die Fragestellung jetzt gekommen ist, das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel das Miro, das ist so eine Art Pad, wo man auch gemeinsam etwas erarbeiten kann. Und bei diesem Miro war es so, dass ich jedem Schüler eine Farbe zugeteilt habe. Ich habe ja eine relativ überschaubare Gruppe. Jeder Schüler hat eine Farbe bekommen, mit der er schreiben musste oder mit der diese Notizzettelchen anlegen musste. Und sie mussten da einfach überlegen, was kann man alles bei einer Bank oder einem Kreditinstitut tun? Was sind so die Aufgaben? Und dann haben sie eben diese kleinen Zettelchen geschrieben. Und ich habe in der Zwischenzeit diese Überschriften, dieses Aktivgeschäft, Passivgeschäft, Dienstleistung auf dem Board abgelegt. Und im Anschluss an das Sammeln von diesen ganzen Begriffen bin ich einfach hergegangen und habe diese Notizzettelchen dann richtig gemeinsam zugeordnet mit den Schülern. Das war jetzt in einer Online-Session, als die Schüler im Distanzlernen war, hat sich natürlich super angeboten. Ja. Ansonsten könnte man natürlich das auch auf der Tafel machen, aber es hat für die Schüler trotzdem einen anderen Reiz, auch die Gerätschaften zu nutzen. Und ich denke, gerade jetzt, wo wir so einen starken Druck haben durch diese Geräteinitiative, jedes Kind hat seinen Computer in der Klasse, finde ich, ist man es auch den Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern schuldig, dass man diese digitalen Geräte einsetzt. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, um das zu sammeln. Das Zweite ist, es ist auch nachhaltig. Ein Tafelbild muss ich ja löschen.
ich kann es zwar fotografieren, was ich auch oft mache, aber das jetzt hier ist nachhaltig. Also das ist jetzt vor langer, langer Zeit entstanden. Erstens einmal kann ich mir einen Screenshot machen, ich kann es runterladen, ich kann es sichern und ich kann es auch teilen. Also eine sehr gute Möglichkeit, um etwas zu sammeln, um etwas zu strukturieren, aufzubauen. Dieses Miro ist hier eine gute Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, vor allem für den Sprachunterricht, vielleicht sind ja auch Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer hier unter Ihnen, ist dieses Vocaroo. Es ist hier ein Sprachaufnahmetool. Ich habe im Unterricht oft das Problem, dass meine Schülerinnen Sprachaufnahmen mit dem Handy machen und sie wissen dann nicht, wo ist das abgespeichert. Außerdem ist das dann eine MA4-Datei oder M4A-Datei oder wie auch immer die heißt. Und die kann dann wieder auf den anderen Geräten nicht ordentlich abgespielt werden. Und dieses Problem geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Und daher bin ich jetzt zu diesem Vocaroo übergegangen. Das ist eine Webbrowser-Version, läuft natürlich auch am Handy. Und mit diesem Vocaroo kann ich sehr gut Sprachaufnahmen ganz schnell machen, mit dem großen Vorteil. Ich habe hier nur einen Knopf, also sehr bedienerfreundlich. Ab der Volksschule kann man das wirklich schon nutzen. Das heißt, ich greife hier auf das Mikrofon zu. Ich erlaube das. Ich mache es jetzt nicht, weil es könnte zu einem Konflikt mit Zoom führen und das möchte ich jetzt vermeiden. Aber sobald die Aufnahme hier gestartet wird, kann ich sie dann sofort herunterladen. Das heißt, ich bekomme die Datei als MP3-File. Zusätzlich habe ich einen QR-Code, der automatisch generiert wird. Und außerdem habe ich noch die Möglichkeit, über einen Link dieses File zu teilen. Also wirklich viele Möglichkeiten, um hier mit Sprachaufzeichnungen zu arbeiten. Wenn eine Sprachaufzeichnung nicht gelungen ist, kann ich sie sofort löschen und noch einmal neu starten. Und die Schüler haben eine MP3-Datei, die sie mir dann über das LMS, über die Lernplattform oder auch über andere Tools im OneDrive abgeben können. Und es ist gewährleistet, dass ich diese Audiodatei auch anschauen kann. Außerdem ermöglicht es auch die Einbindung dann in zum Beispiel auf einer Webplattform. Also das hier auch für die Sprachlehrer. Eine App, auf die ich vorhin auch hingewiesen habe, das mit dem persönlichen Avatar, weil ich sie einfach auch für den Volksschul- und für den Unterstufenbereich wirklich sehr nett finde, ist die App Bixton, die natürlich auch am Handy läuft. Man sieht schon an der Darstellung, es ist ja eine schmale Darstellung, eben optimiert auch vor allem für die Handy-Version. Hier ist es so, dass man sich nach dem Alter einen bestimmten Avatar anlegen kann. Ich kann das hier selber entscheiden, also eine 7- bis 10-Jährige. Ich entscheide auch, wie alt die Person sein soll. Und dann kann ich sämtliche Merkmale, die diese Person haben soll, festlegen. Ich habe mich hier in dieser Version für die Rasterzöpfchen da ein bisschen entschieden. Wenn ich das jetzt natürlich ändern möchte, dann gehe ich auf den Haarstyle und kann sagen, naja, eigentlich habe ich ja keine Rasterzöpfchen, sondern ich bin ja eher die brav Frisierte mit den Stirnfransen und suche mir eben ein entsprechendes Bild, vielleicht die hier, schaut auch ganz nett aus. Brille habe ich auch, Ohrringe würden auch halbwegs passen. Sommersprossen sind auch schon da, vielleicht noch die Augenfarbe, die auszubessern wäre. Wo habe ich denn die Augenfarbe? Eye Size, Eye Color. Also ich habe ja grüne Augen und jetzt nicht so diese dunklen. Ja, und die Brille würde ich vielleicht noch ändern. Nehmen wir vielleicht dann doch lieber diese Brille. Und die Farbe der Brille werde ich auch noch ändern. Ich habe ja eine eher dunklere Brille. Und schon ist mein Avatar fertig. Ja, also man sieht hier, kann wirklich sämtliche Einträge machen. Und ganz zum Schluss ist man dann fertig und kann sich diesen persönlichen Avatar schon herunterladen. Entweder einen Headshot, das heißt ein Porträtbild. Und das sieht man dann hier auch schon. Schaut dann so aus, dass ich dann als Profilbild zum Beispiel auch in der Webplattform verwenden könnte. Oder ich möchte es doch lieber als Full Body haben. Das heißt, auch diese Möglichkeit gibt es, um dieses kleine Bildchen dann weiter zu verwenden. Ich glaube, da haben die Schülerinnen und Schüler sicherlich auch Freude daran, diese Art der Gestaltung vorzunehmen. Ja.
Oder zum Beispiel bei einer Buchbeschreibung, eine Person aus dem Buch soll beschrieben werden. Wie stellst du dir diese Person vor? Kann man sich hier eben den eigenen Avatar anlegen und so die Person genauer beschreiben. Ja, unsere Zeit drängt. Ich möchte Ihnen noch zwei Dinge zeigen. Und zwar Canva ist eine eher jüngere App, die sich sehr gut dazu eignet, um professionell auch Bilder zu erstellen oder Bildmontagen zu machen. Canva ermöglicht einfach ganz viele verschiedene Arten von Materialien, egal ob man etwas in den sozialen Medien, ob man es für eine Business-Präsentation oder für die Ausbildung braucht, ob man ein Lesezeichen anlegen möchte oder dann halt schon wirklich ein Fotobuch. Also vom professionell beruflichen bis zum privaten Bereich ist hier alles möglich. Durch das Login hat man auch einen eigenen Bereich zur Verfügung. Man hat die Möglichkeit, hier sich auch Ordner anzulegen. Und Sie sehen, ich habe da schon einiges drinnen gearbeitet. Also ich habe hier zum Beispiel einen eigenen Bereich gemacht für den Adventkalender und dann eben für jeden einzelnen Tag ein Adventkalenderbild angelegt. Weitere Möglichkeiten, hier zum Beispiel die professionelle Gestaltung eines Lesezeichens. Auch hier wirklich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man arbeitet mit Vorlagen und kann dann individuell diese Vorlagen anpassen. Das ist ganz einfach, indem man eben diese Vorlagen lädt und dann einfach mit draufklicken, bearbeitet. Man kann die Bilder austauschen, die Texte austauschen. Natürlich wird man beim Arbeiten hier ein bisschen einzoomen, um hier genauer zu arbeiten. Und damit kann man wirklich ganz professionell Bilder erzeugen, die dann auch weiterverwendet werden. Wie oft hat man schon jetzt im Deutschunterricht, ist man auf der Suche nach einer schönen Strukturierung, einer Zusammenfassung. Und auch hier gibt es natürlich die Möglichkeiten, das gut zu nutzen. Eine Anwendung, die auch bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist und die sie möglicherweise auch kennen, ist die sogenannte Simple Show für die Videoerstellung. Erklärvideos, glaube ich, haben in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren stark auch an Bedeutung gewonnen. Einfach um die Erklärungen ein bisschen besser rüberzubringen, weil man ja oft nicht vor Ort war, um mit den Schülerinnen konkret zu arbeiten. Und hier ist natürlich auch diese Erklärvideos, die man erstellen kann, sind etwas sehr Wertvolles. Wenn man sich auf dieser Webseite registriert, dann kann man auch selber hier solche Videos anlegen. Sie sehen, die werden dann hier auf dem Dashboard angelegt und ich kann mit eigenen Texten diese Videos erstellen. Ich gehe da mal auf Bearbeiten, damit man sieht, wie das in etwa funktioniert. Also es funktioniert so, dass man sich Texte überlegt. Sie sind der Ausgangspunkt für die Bearbeitung. Diese Texte kopiert man oder schreibt man hier in dieses Dashboard hinein und im nächsten Schritt erfolgt dann das Bebildern dieser Texte. Es werden hier vom System Bilder vorgeschlagen, die auf bestimmte Begriffe draufgelegt werden. Im Normalfall sind es Nomen, die ausgewählt werden. Man kann die aber jederzeit auch durch eigene Begrifflichkeiten ersetzen. Und am Ende kann man dann das Ganze noch mit einer Stimme hinterlegen. Leider ist es so, dass in der Gratis-Version diese Stimme nicht sehr professionell ist, aber es besteht auch die Möglichkeit, das dann mit der eigenen Stimme noch aufzusprechen. Und so wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Präsentation der Schülerinnen und Schüler mal in einer ganz anderen Form zu machen. Das heißt, dass sie das zu Hause schon vorbereiten, aufsprechen und dann in der Schule einfach vorstellen und man einen kleinen Wettbewerb macht. Wer hat denn hier die beste Präsentation oder das beste Erklärvideo gemacht? Mit dem Vorteil, dass es nachhaltig ist. Eine Präsentation, die in der Klasse gemacht wird, ist ja nur einmalig, die kann man nicht wiederherstellen. So ein Erklärvideo, das kann man sich beliebig oft anschauen, anhören und so den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, das noch nachzuhören. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Vielfalt der Apps. Wir müssen ja auch auf die Uhr schauen. Ich darf Sie jetzt bitten, noch mir eine kurze Rückmeldung zu geben, und zwar mit der Zielscheibe. Sie finden das hier unten. Onco.de ist so ein Tool, um eine Zielscheibe zu machen. Ich habe die auch noch für Sie vorbereitet.
zeige es Ihnen, wie das aussieht in der Vorbereitung. Eine eigene App. Ich blende dann gleich wieder ein, den QR-Code. Aber hier haben Sie die Möglichkeit, so eine Zielscheibe auch selber anzulegen unter onco.de. Sie können selber die Aspekte eingeben, die Sie gerne abprüfen möchten oder abfragen möchten. Sie können auch eingeben, wie viele Ringe es geben soll in dieser Bewertung. Und wenn wir dann auf Erstellen klicken, dann wird diese App einfach schon angelegt. Ja, das ist jetzt aber nicht unsere. Wir haben eine andere. Ich mache es gleich noch einmal zu, blende es auf der Folie wieder ein. Und zwar, Sie können diese Zielscheibe mit onco.de, DGDW, Doris Gustav, Doris Willi, abrufen und gleich einmal ausprobieren, wie diese Evaluationszielscheibe funktioniert. Das ist ja immer ganz gut, auch ein bisschen was hands-on zu tun. So, ich würde sagen, gibt es auch noch Fragen? Weil unsere Zeit sehr fortgeschritten ist. Wir haben jetzt genau. Noch eine Minute Zeit bis zum nächsten Beitrag. Im Chat habe ich keine Fragen entdeckt. Ja, danke schön. Sie sehen jetzt hier noch auf der Folie eingeblendet Ihre Rückmeldungen. Durchwachsen, würde ich sagen. Danke aber trotzdem für Ihre Bereitschaft, mitzuarbeiten. Und ich kann nur sagen, für mich, ich habe jetzt zufällig ausgewählt. Ja, kein Problem. Dankeschön für die Einblicke in die Apps, die Sie verwenden. Ich habe mir einiges mitnotiert. Es wird sicher den anderen auch so gegangen sein und ich werde Ihren Input sicher verwerten. Gut, danke. Vielleicht noch ein Hinweis dort, wo steht ScanMe. Wenn Sie diesen Code einscannen, dann kommen Sie zu einem LMS-Kurs, wo Sie noch mehr Informationen finden und einige Apps noch im Detail erklärt sind. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Nachmittag. Dankeschön.